last time I checked. I really don't need any more trouble. I didn't come to make any. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. So what is it you need? A bath, perhaps? Ja, genau das. Und oh, wo muss ich hin? Wo kann ich denn jetzt das Bad nehmen? Na toll, hier ist kein Bad drin. Leute, ich habe für ein Bad bezahlt und ich weiß nicht, wo ich rum muss. Muss ich das eventuell hier unten machen? Entschuldigung, falsches Zimmer. Badezimmer. Yes. Und natürlich direkt Alkohol mit dabei. How'd you like some help in here? Sicher? Das sind aber Centstücke, das sind jetzt keine Dollar oder so, ne? Yeah, okay. Sure. Okay. Sit back and relax, hon. Hope the water's hot enough. Genau. Wo greift die mir denn jetzt dahin? Also, wenn ich mein linker Arm. You let me know if you need anything, all right? Been a while since I've been able to relax like this. Oh, really? Schätzchen, das ist aber immer viel zu kurz. So, how's it going? Good, good. Sorry for smell. Been a while. Well. You seem more relaxed now. Ja. Auf jeden Fall. Das hat sich jetzt gut angehört, aber ich weiß nicht, wonach. Okay, I don't think I'm gonna get much cleaner than this. Thank you. It was nice getting to know you. Yeah, ich bin wieder sauber. Chicas, alle zu mir bitte. Ich nehme jetzt jedes Mal ein Luxusbad, wenn ich dreckig bin. Ich bin ein ganz, ganz böser, dreckiger Junge. So, Schätzelein, wir müssen weiterreiten. Ich sehe wieder gut aus, du siehst wieder gut aus. Also reiten wir los. You could have stepped in. You're fixing it. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Last chance to walk away.
Scheiße. Sag mal, geht es noch? Ich bin hier mit meinem Kumpel am Reden, du Arschloch. So, jetzt bin ich wegen diesem blöden Arschloch wieder dreckig, oder was? Geht es noch? Rede ich mit einer fremden Person, die meinen Namen kennt? Und schon liege ich wieder im Dreck und bin wieder dreckig. Ihr blöden Penner. Geh zur Seite, Junge. Nett. Ah, Mr. Morgan. You seem chipper. But where there's life, there's hope, my friend. And? We've been thinking about our problem all wrong. All wrong. That's all. Meaning? All in good time, my friend. All in good time. Always the show, man. So, Arzneiwagen. Das kostet jetzt nicht ganz so viel. Das würde ich sagen, nehmen wir mal. Mit der Lagerbestand niedrig kannst du die Vorräte gegen Bezahlung wieder auffüllen. Okay. ~240 sogar nur. Perfekt. Dann kaufen wir das doch mal direkt fürs Lager. Rufe dein Hauptpferd ins Lager zurück oder greife schnell auf im Stall untergebrachte Pferde zu. Ah, einen Hühnerstall kann man dann auch kaufen. Moment, ich habe jetzt aber keine 240 bezahlt. Ach, ich habe das aus der Lagerkasse bezahlt, glaube ich. Ups. Alle Eintöpfe auf dem Lager erhalten etwas Nahrhaftes und gewähren einen Dead-Eye-Schub. Okay. Ja, würde ich gerne. Perfekt. Wir sind jetzt zwar so gut wie pleite, aber wir haben jetzt super Erweiterungen gekauft. Besseres Werkzeug für Pearson, damit er weitere Verbesserungen für dich herstellen kann. Lederverarbeitungswerkzeug, okay. Die Sache mit dem Stall kann ich jetzt gerade so nicht nachvollziehen. Muss aber irgendwas damit zu tun haben, dass die hier, glaube ich, aufgetaucht sind. Pferdestation. Ah, okay. Prinz zurückholen, Tennessee Walker zurückholen und so weiter und so fort. Ja, das ist doch wunderbar. Prinz, was war Prinz jetzt für einer? Das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich denn trotzdem mein Shire Horse hier lassen? Das ist auch noch eine gute Frage. Ja, und das Shire Horse ist dann leider jetzt in die Pferdestation gegangen. Also Black Evil. Aber gut, das ist dann halt so. Zeigen wir nochmal deine Info an. Ah ja, deine Geschwindigkeit. Du bist nämlich ein englisches Vollblut. Deine Geschwindigkeit ist richtig, richtig gut. Damit könnte ich eventuell, der hat allerdings wenig Ausdauer, muss ich dazu sagen, aber damit könnte ich eventuell, wenn ich den noch ein bisschen level, meine Mission nämlich beenden mit dem Bruder von meiner Verflossenen. Das wäre gar nicht mal so schlecht.
Na toll. Und der hat jetzt geschossen, oder wie? Mister, ach so. I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Das ist ja geil. Okay. Word of advice? You see anyone might could be in O'Driscoll? Head the other way. Nein, ich habe keinen Dietrich. Ist nicht euer Ernst, oder? This is it. Whoa there! You see that? Yeah. I mean, shut up. I want no part of that. I've never seen anything like that before. Hello. Sit him down in this chair. What happened? Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Sure. There's also the matter of my payment. But we'll deal with that later. All right. All right. Aye, aye, aye. A lot of blood loss. This wound's badly infected. I'll save as much as I can, but I'll have to amputate. What? What did you say? Just try to breathe. I'll give you something for the pain. No. There you are. And I'll knock him out for a while. You did a good thing bringing him here. But now, I'd recommend moving along. You do not want to see this. Nee, das befürchte ich auch. Oha, ich geh mal lieber. Sorry, it's come to this. Ah, Jesus. Okay, girl. How's everything with you? Okay?